So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Bürgermeisterwahl in Hateno. Ich möchte nun die beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt bitten, ihre Reden zu halten. Also, ich bin Redner. Die Natur ist tief in den Herzen der Leute hier verwurzelt. Sie macht uns frei und unabhängig. Wir arbeiten hart und werden reichlich dafür belohnt. Diese Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie der Hateno-Käse von hier aus die ganze Welt erobern. Wie ihr alle wisst, heiße ich Sagono und habe mir in ganz Hyrule mit meiner Modemarke einen Namen gemacht. Mama, Mama. Aber das war erst der Anfang. Hateno soll zum Synonym für Stil werden, zum Geburtsort aller neuen Trends. Mit Gemüse lockt man niemanden hier hinter dem Ofen hervor. Die Mode hingegen bringt Wohlstand in unser Dorf. Und niemand kennt sich so mit Mode aus wie ich. Ah, Mode hat keinen Bestand. Im Moment mag dein Stil im Trend liegen, aber bald kräht kein Hahn mehr danach. Dann werde ich einfach einen neuen Stil kreieren. Ich unterliege nicht den Trends, ich beherrsche sie. Es reicht. Sophora. Wenn man euch zuhört, wird schnell klar, dass ihr nur an euch denkt und nicht an unser Dorf. Sagono, gib zu, dass du schlichte Dinge mehr schätzt als alles extravagant und dazu gehört Hatenos Gemüse. Ich weiß, dass du dich zuweilen nachts im Vorratslager schleichst, um dort das Gemüse zu verputzen. Wie bitte? Aber wieso sagst du denn sowas? Und was dich betrifft, Redner, ich weiß, dass du dich heimlich in deiner Hütte mit Sagono-Mode beschäftigst. Du willst sie nutzen, um bei jungen Leuten das Interesse für dein Gemüse zu wecken. Aber woher? Sagono, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte es dir von Anfang an sagen sollen. Ich hätte dir von Anfang an danken sollen, dass du es geschafft hast, unser Dorf und seine Einwohner aufleben zu lassen. Aber nicht doch, ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich zu stolz war, um die Wahrheit zu sagen. Trends sind wichtig, aber sie liegen auch in den Traditionen und der Kultur unserer Vorfahren begründet. Liebe Mitbürger, es tut mir leid. Mir tut es auch leid. Sophora, ich möchte meine Kandidatur zur Bürgermeisterwahl zurückziehen. Aber Sagono, wir haben es doch dir zu verdanken, dass unser Dorf derzeit floriert. Das kannst du doch unmöglich. Du möchtest mit einer neuen Gemüsesorte junge Leute ansprechen? Ich, die weltberühmte Sagono, werde dir helfen. Du hättest doch einfach fragen können, ob du helfen darfst. Liebe Mitbürger, lasst uns von nun an Tradition und Innovation vereinen. Beleben wir so gemeinsam unser geliebtes Hateno. Ich habe von Sophora und Clavia gehört, dass du am Ausgang der Dinge nicht ganz unbeteiligt warst. Dank dir ziehen den Hateno nun wieder alle an einem Strang. Ich möchte dir etwas geben. Bitte komm in die Boutique C4 vorbei. Ja, ich hab's ja gedacht, ne? Kooperation ist besser und es hat sich so ein bisschen angedeutet, dass beide einzelne Wege nicht optimal waren, aber die Kombination aus beiden Wegen, die ist halt echt gut. Ja, Innovation und Tradition. Ich habe schon mitbekommen, dass du heimlich mit Sophora gesprochen hast. Aber dass du dich mit Clavia geredet hast. Nun ja, am Ende hat die Bürgermeisterwahl ja einen guten Ausgang genommen. Erinnerst du dich noch an unser allererstes Gespräch hier? Dieser Sagono Deluxe ist die neueste Kreation der Marke Sagono und mein Meisterwerk. Dieses luxuriös geschwungene Form, die exzentrischen Farben, hier stimmt wirklich alles. Diesen Hut kann ich nur jemandem überreichen, den ich für wahrlich würdig erachte. Ich nehme an, du verstehst, was ich sagen möchte. Würdest du diesen Sagono Deluxe annehmen? Du, der nicht nur Hateno gerettet, sondern auch Redner und mich zur Vernunft gebracht hast. Nur du und niemand anders hat sich diesen perfekten Meisterstück als würdig erwiesen. Und versuche erst gar nicht, mit dieser Entscheidung ausreden zu wollen, du kleine Unschuld vom Lande. Alles klar. Sagono Deluxe, ein von Sagono entworfenes Meisterwerk. Damit wirst du in der Öffentlichkeit die Blicke aller Modebegeisterten auf dich ziehen. Okay, keine Ahnung, was ich damit will, aber hey, es ist ein Kleidungsstück.
Dann setz nun den Sagunda Deluxe auf und lass den Rest der Welt von Neid ablassen. Und nun öffne ich meine Boutique C4 wieder. Sofora, mach dich bereit, deine Hilfe wird gebraucht. Okay. Oh, jetzt kann man hier Kleidung kaufen. Ich werde mich ganz neu erfinden. Dafür werde ich mich als erstes meinem Kuriositätenkabinett voller rarer Stücke unserer Vorfahren widmen. Schau also vorbei, falls dir mal seltene Kleidung abhanden kommt, die es sonst in keinem Laden mehr zu kaufen gibt. Okay. Wie kann mir denn Kleidung abhanden kommen? Heiliergewand. Ja. Und Leibwache gewahrt. Also das habe ich ja aber sogar. Wie kann mir das denn abhanden kommen, bitteschön? Ha. Okay. Ja. Gut. Ich denke, dann haben wir jetzt Hateno mehr als ausführlich betrachtet in 3 Parts. Das ist erstaunlich interessant gelaufen, möchte ich sagen. Ich hoffe, ich lasse nicht irgendwelche... Ach du Scheiße. Das sieht super cursed aus. Ich wollte sagen, ich hoffe, ich lasse nicht irgendwelche... Oh, Riedner ist gar nicht da. Ja gut. Ich hoffe, ich lasse nicht irgendwelche wichtigen Plotholes jetzt entstehen, weil ich irgendwas nicht beende. Wie zum Beispiel diese Stalker-Geschichte, aber der Typ gefällt mir gar nicht. Komm, wir beten mal an der etwas merkwürdigen Statue. Alter, das sieht so cursed aus. Aber hey. Ich hätte gerne Herzen. Hallo? Gleich noch eins. Müssten wir nicht langsam in die zweite Reihe eigentlich auch kommen? Noch nicht. Nochmal Herzen. Immer noch nicht die zweite Reihe. Oha. Crazy. Gut, aber 2 neue Herzen, immer wieder gut. So. Okay. Dann würde ich jetzt gerne Folgendes tun. Wir haben noch nicht mit Dings gesprochen, seitdem wir den Jägerboss komplett besiegt haben. Deswegen will ich das auch mal noch machen. Und dann würde ich, denke ich, mich langsam in Richtung Gerudo-Wüste begeben. Nee, doch, passt schon. Passt schon, Gerudo-Wüste ist mein nächstes Ziel. Doch, passt schon. Da bist du, schön, dich wiederzusehen. Du fühlst bestimmt schlecht, weil wir noch nicht wissen, was mit Prinzessin Zelda geschehen ist, oder? Aber das sind die tiefgeschriebenen... Ja. Gar nichts, gar kein Gespräch zu, okay. Ja, gut. Ich will die Brüder, finde ich selber. Und das haben wir jetzt auch alles, ne? Ja, okay, also da gibt es nichts. Gut. Da gibt es gar nichts Spannendes Neues. Das ist natürlich ärgerlich. Aber dann ist das so. Jetzt mal kurz zum Vergleich. Hier wurde ja auch das Heiliergewand verkauft, beziehungsweise wird verkauft, ne? Hm.
Ne, auch 130. Also das ist. Es wird nicht günstiger und auch nicht teurer. Okay. Oh, guck mal, hier gibt es jetzt auch schon Hatteno-Käse. So schnell geht das. So schnell geht das mit dem Hatteno-Käse. Gut, aber dann scheint es hier auch nichts Neues zu geben. Können wir mal kurz hier runter gucken, ob da noch irgendjemand aufgetaucht ist. In irgendeiner wichtigen Mission. Aber es sieht nicht danach aus, ne? Nee. Okay. Das bedeutet für uns, wir müssen uns in Richtung Gerudo-Wüste begeben. Und das sind hier die beiden Gebiete. Wahrscheinlich eher das Gebiet hier unten. Ja, dann geht es am schnellsten wahrscheinlich von hier. Ne? Probieren wir doch mal hier. Ich meine, das Problem wird wieder sein, da hochzukommen, weil das ist ja diese riesige Steinwand davor. Aber wir probieren es einfach mal und gucken, was passiert. Wir probieren es einfach mal und gucken, was passiert. Oh, jetzt wird es erstmal kalt. Ach nee, hier ist nicht kalt. Ich muss da irgendwie hoch erstmal. Okay. Wo genau bin ich jetzt? Ah ja, in die Richtung wollen wir. Nee, hä? Nee, wir wollen schon. Ach so, ja, okay. Schon in die Richtung. Ja, und da wollen wir hoch. So, irgendwie Stück für Stück. Oh je. Ist da nur der eine? Da ist noch einer. Ansonsten, die scheinen nur zu zweit zu sein. Oh, never mind. Jetzt sind ein paar mehr dazu gekommen. Lassen wir die mal schön in Ruhe. Da habe ich jetzt gar kein Interesse an denen. Komme ich hier hoch, ist die nächste Frage. Ich schätze mal, die Antwort ist nein. Vor allem nicht mit der Kleidung. Wo ist meine Kletterkleidung? Da. Ah, man merkt schon echt den deutlichen Unterschied. Also, das ist schon sehr, sehr eindeutig, wie viel das verändert. Ah, so könnte es sogar klappen. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Weil hier drauf kann ich auf jeden Fall stehen. Prima. Was ist das? Oh, das ist weiter weg, als ich dachte. Aber was ist das?
Nein! Ich wollte. Nein! Oh mein Gott, ich wollte ranzoomen. Hä, wie konnte ich nochmal zoomen? Ach so. Ja, komme ich auch nicht näher ran. Okay, keine Ahnung, was das ist. Haben wir den Schrein. Den Schrein unten haben wir noch nicht, ne? Ne, den lösen wir direkt mal aus. Oh, hier ist ein Stall! Okay. Ah, das ist auch ein. Das ist ein Stall. Nicht nur bei einem. Nicht nur bei einem Schrein. Sondern auch bei einer Feenquelle. Und was ich da sehe auf dem Berg. Oh, das ist. Das ist irgend. Nee, das ist nicht vom Kolosseum, aber das ist. Okay, das ist die Richtung. Egal, wir machen erstmal den Schrein. Schreine immer wichtig. Und dann gucken wir uns kurz bei dem Stall um. Gute Führung. Oh, da geht's, okay, da geht's darum, so, okay, wieder so eine Kugel zu führen. Interessant. Okay. Hä, wo ist die Platte hin? Die hat sich irgendwie gelöst scheinbar, okay. Oh, weg ist sie. Ha! Erstmal Truhe holen. Nehmen wir mit. Und das waren auch schon alle Truhen hier drin. Sehr gut. Ich wollte aber gerade sagen, ich muss doch hier gar nicht großartig irgendwelche Rätsel noch lösen. Gerade habe ich sie so schon erwischt, ne? Jetzt kriege ich sie nicht mehr. Frech. Mann, wie habe ich das gerade gemacht? Okay, so kriege ich sie gut. Sehr schön. So.
Ah ja, das reicht nicht ganz. Okay. Wieso löst sich das immer wieder? Jetzt habe ich dich. So. Ah, Scheiße. Ärgerlich. Ist die Kugel noch dran? Ja, sehr gut. So, jetzt muss ich da irgendwie rüberkommen. Okay, das sollte reichen, jetzt aber von der Entfernung her. Ja, easy. Easy. Okay, sehr gut. Geht doch. Geht doch, so. Zack. Pling. Okay. Okay. So, ja, da drüben ist die Fee. Gucken wir mal, was der Schrein sonst so zu bieten, der Schrein, der Stall so zu bieten hat. Denn du bist ja auch wieder hier. Ja, natürlich bin ich für Nachforschungen hier. Was hast du herausgefunden? Ja. Ich hatte gerade die herabgefallenen Ruinen an der Drei-Wege-Kreuzung erreicht, als eine Frau mich ansprach. Du musst helfen. Es geht um Leben und Tod und wenn es sich um wen es handelt, kann ich nicht enthüllen, doch es braucht jemand deine Hilfe. Okay. Okay. Diese verläuft sie aus den Augen. Okay. Oh. Okay. Ja. Nein, es handelt sich nicht um Zelda, nerv mich nicht, aber wir müssen es klären. Oh. Ja, okay, alles klar. Gut, kümmern wir uns drum. Was lese ich denn da? Einen Krog lese ich da. Natürlich lese ich da einen Krog. Da sind die Musiker dann wieder. Zumindest tagsüber vermutlich. Was mit dir? Ja. Ja, will ich jetzt gar nicht wissen. Ich will nur Quest starten. Alles gut. Was für ein Foto soll ich hier machen? Ja, erzähl halt. Ah. Kirschbäume. Oh.
Okay, der Kirschbaum auf dem Satori-Berg. Ja, das, da bin ich tatsächlich... Den fühle ich. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und das heißt, hier sind... Ah, hier sind tatsächlich alle Kirschbäume markiert. Sehr interessant. Gut, kriegen wir hin. Ja, Terry ist jetzt auch nicht so spannend. Vielleicht ist hier tagsüber mehr los. Ah, hier ist noch was. Oh, der forschende Reisende. Sei gegrüßt, willkommen hier im Stall der Ebene. Prächtig, die Pferdchen, oder? Eigentlich waren sie ja früher mal in einem Stall im Gerudo-Tal zu Hause, unten im Südwesten. Aber nun ja, der Kataklysmus hat im Gerudo-Tal einen gewaltigen Wetterwandel. Was ist im Gerudo-Tal passiert? Kälte und Hitze so extrem, dass die armen Tiere in Gefahr waren. Da habe ich mich ihrer angenommen. Die scheuen Gerüchte von den Knochenpferden. Willst du ein Foto von Knochenpferden sehen oder was? Oder soll ich eins hierher holen? Sehen, okay, ja, alles klar. Ein Foto von Knochenpferden wollen wir hier haben. Mal gucken. Aktuell suche ich gerade eher einen Brunnen, weil doch hier meistens eigentlich Brunnen sind, aber hier scheine ich gerade keine Brunnen zu finden. Eigentlich hat doch jeder Stall einen Brunnen. Dachte ich. Ah! Da ist er ja. Da ist der Brunnen ja. Schön Leuchtfische, Leuchtpilze. Leuchtsamen. Oh, und wieder drei Feen. Okay, let's go. Schön vorsichtig. An die Feen ran. Sehr gut. Komm hier runter. Ah, schade. Na gut. Zwei Feen sind ja besser als keine. Okay, aber mehr war hier dann auch nicht. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück. Mal schauen, wie lange es dauert, bis ich diese verliere. Und in der Zwischenzeit ist es Tag geworden. Naja, nicht ganz. 4.15 Uhr. Will mir das Ding irgendwas sagen? Das war echt ein Krog. Oh mein Gott, ich war mir so unsicher, ob das einfach eine Grafik ist. Lol. Okay. Chillig. Also noch sind die nicht aufgetaucht, ne? Vielleicht kommen die erst, wenn sie bei dem anderen Stall erledigt sind. Also ihr Zeug haben. Würde sie... Also das Gefährt war ja fast fertig, ne? Wenn ich das jetzt hier ransetze, kann ich das dann speichern.
Passt noch nicht so ganz. Das sieht doch schon besser aus. Oh, hier ist sogar so ein Ding noch dabei. Ja, krass. Ja, dann speichern wir das doch gleich mal in den Favoriten. Und ab dafür. So, aber mehr scheint hier nicht abzugehen. Na, dann, komm, dann fahren wir eine Runde mit dem Auto, wenn wir schon gebaut haben. Das ist die falsche Richtung übrigens. Wieso fährt der? Ach, weil die Reifen so sind. Ah. Okay. Ich muss mehr auf die Pfeile achten. Ich muss mehr auf die Pfeile achten. So, dann passt's jetzt aber. Jawohl. Jetzt passt die Geschichte. Jetzt kann ich es auch vernünftig steuern. Okay, cool. Das ist schon witzig irgendwie. Och nee. Oh, du nervst mich. Okay. So. Ja gut, das ist jetzt aber auch nicht so schwer. Wieso geht das nicht da durch? Ah, die sind zu eng. Okay, ich verstehe. Na, dann gucken wir doch mal, was passiert. Das hat nicht so gut funktioniert. Ah, ich verstehe. Da soll nicht so ein, da soll so ein kleines Brett durch. Da muss so ein kleines Brett durch. Ja. So ein kleines Brettmuster durch, alles klar. So. Okay.
So, mal wieder Übernachtungsgutschein, den ich nicht nutze. Perfekt. Okay. Fahren wir weiter. Also man muss sagen, damit ist man halt schon recht fix unterwegs, ne? Das muss man definitiv sagen. Okay, wo willst du hin? Oh, das ist... Och, nee. Weißt du, wie weit das ist? Bruder, ich sehe den fast nicht mal. Nee, echt nicht. Ich markiere dich jetzt als Krog. Aber jetzt echt nicht. Ich glaube, mein Auto macht gleich einen Abflug. Ja, aber zum Glück sind wir ja Abschleppdienst in und Reparatur in einem. Let's go! Wo fahre ich gerade eigentlich längs? Ja, das ist nicht ganz so... nicht ganz so, wo ich hin wollte. Mein Gott, warum treffe ich den denn nicht? An was prallt er denn Fortner ab? Alter. Was ist denn mit dir? Jetzt! Sehr schön. So. Prima. Oh, hier ist noch einer. Hallo. Warum sind hier so viele Fake-Bäume? Knapp daneben ist auch vorbei.
Aber der juckt dich, also der, den juckt es auch gar nicht so. Der wartet einfach drauf, nochmal auf die Mütze zu bekommen. Tschüss. Alles klar. Okay, ja, das war jetzt weniger ergiebig, als ich dachte. Jetzt mal kurz blöd gefragt. Hier ist doch jetzt irgendwo der Satori-Berg. Bin ich doof? Ist der hier hoch? Dann war doch noch höher. Also der Satori-Berg wäre doch noch ein bisschen... Warte, ist das der Satori... Nee, oder? Oh shit, das ist der Satori... Oh, der war ein bisschen größer. Ja, verflucht. Ja, okay. Der ist noch mal größer geworden, als er halt eh schon war. Allein wenn ich mir jetzt schon wieder vorstelle, na, dass ich... Oh Mann, warum ist die Map so riesig geworden? Allein wenn ich mir jetzt schon wieder vorstelle, dass ich versuche da hochzugehen, dann brauche ich wieder einen ganzen Part, bis ich da oben bin. Nein. Halt, ich wollte eigentlich was reinlegen, nicht rausnehmen. Das hat ja gut funktioniert. Warte. Ah, Mann. Nochmal. Ach, müssen in beiden was drin liegen? Ich glaube, der lag nicht in der Schale jetzt, ne? Willst du mich verarschen? Leg's in die Schale rein. Der liegt schon wieder nicht in der Schale. Na bitte. Eieieiei. So. Ja, nee, weil ich dachte jetzt kurz, ich mache halt schnell das Foto von der... von der Dings... Na? Was ist da vorne los? Ach, so ein Viech. Aber jetzt ist halt schon wieder so weit alles. Ach, was soll's. Das meine ich, guckt euch an, wie groß das hier alles ist. Die Map ist so viel breiter geworden und maximiert worden. Das ist irgendein Monsterlager, ne? Ja. Interessiert mich nicht. Die Map ist so viel größer geworden und alles, es ist... Boah. Das ist echt kritisch. Der Berg war ja so schon recht groß, aber der ist jetzt halt noch mal größer. Also wenn man mal Schleichpilze sucht, Spurtlinge, ja gut, meine ich schon, findet man hier eine Menge. Die wachsen ja einfach aus dem Was ist da unten?
Hat ja gut funktioniert. Ah, das ist so ein Viech, was eine Höhle anzeigt, ne? Ja. Warte mal, wieso rutschst du denn jetzt ab? Regnet doch nicht mal. Chill. So, sehe ich das richtig? Ist das so ein Höhlenviech? Ja. Oh, und hier ist sogar so eine Schrein. Okay, da entsteht ein Schrein. Okay. Jetzt machen wir erstmal schnell das Bild von dem Kirschbaum da oben. Ich komm's uns wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ha! Ich wusste doch. Ich habe mir schon gedacht, dass hier wieder so ein Ding ist. Immer bei so Teilen ist es gerne mal so ein Krog. Bei solchen Bögen. Ich hab's doch gefühlt. So. Zack. Schön Krog sammeln. Ach so, jetzt sind wir noch gar nicht... Ah, siehste Scheiße. Jetzt sind wir noch gar nicht der Zeitungsquest nachgegangen. Okay, die müssen wir noch machen. Die Zeitungsquest müssen wir noch machen. Ich will ja diese Kletterrüstung irgendwann haben. Nee, die Zeitungsquest, die müssen wir unbedingt noch machen. Oh shit. Moin. Tschüss. Ach, da unten ist der andere. Oh, shit. Bam. Das war's. Wunderbar. Moblinherz war dabei. Sehr schön. Immer wieder praktisch. Immer wieder wichtig. Oh, hier sind einige Fit-Karotten. Okay, okay. Sehr interessant. Okay, sonst noch irgendein Loot hier liegen lassen? Ich glaube nicht, ne? Gott, weiter im Programm. Oh, Hyrule-Gras. Nein! Verbrenn mir nicht mein Hyrule-Gras. So, wir sind gleich oben. Aber ich sag's ja, es dauert wieder einen ganzen Part.
Ich dachte, das ist Wasser. Ach komm. So, immerhin hat er das schon als Quest erkannt. Sehr gut. Ja, und wir sind wieder mal im Blutmond gelandet. Ist okay. Ist okay. Oh, so schnell habe ich noch nie geskippt. Sehr gut. Blutmond Skip. Any percent. PB. So, aber hier gibt es ordentlich Prinzessin-Enzian. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ist hier ein Schrein in der Nähe? Nö. Ja, nee, das ist so ein Viech. Beziehungsweise halt nur der Schrein, den wir da auf der Rückseite gesehen haben. Aber gut, dann können wir den auslösen. Ach, der da ist das. Ja, der ist eigentlich schon ziemlich in der Nähe, muss man sagen. Ja, doch, das kann man schon als in der Nähe bezeichnen. Das ist... Von da aus hier hoch ist wirklich nicht so weit. Der ist eigentlich ganz gut gelegen dafür. Wir lösen ihn noch aus, aber wir machen ihn beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.